Moin meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, was geht einfach gerade ab? Gestern in den Trends, vorgestern in den Trends. Freunde, ihr seid der Hammer. Ich möchte mich so herzlich bei euch bedanken. Wirklich, ihr seid die geilste Community, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Vielen Dank, ich lese mir immer alle Kommentare durch. Danke für alle Likes, wirklich. Freunde, ich bin gestern mit Tränen von Hamburg nach Hannover gefahren. Ich habe geweint, weil ich genau das immer schon erträumt habe, dass ich so eine Reichweite habe. Und das war so der Moment wirklich, wo ich es realisiert habe, du hast es geschafft und das schafft man mit harter Arbeit. Und Freunde, das heutige Video ist so emotional, also wirklich, es ist so krass, das müsst ihr euch unbedingt von Anfang bis zum Ende anschauen, Freunde. Denn wenn ihr das nicht tut, werdet ihr den Sinn des Videos nicht verstehen, denn dieses Video hat ein wichtiges, also halt einen wichtigen Punkt zu dem Video, was morgen kommt. Und zwar wird morgen ein Song kommen, liebe Freunde. Was für ein Song kommen wird, werdet ihr in diesem Video erfahren. Und Leute, es ist heftig. Checkt auf jeden Fall das Video ab, Leute. Und nochmal vielen Dank. Aktiviert die Glocke. Gönnt jetzt auf Ehre ein Abo, ballert ein Like, Leute. Viele schauen meine Videos, obwohl sie mich noch nicht abonniert haben. Freunde, wenn ihr mich abonniert, das ist kostenlos. Dann haben wir immer aktuell geileren Stand, Freunde. Ihr seid aktiver am Start. Ihr seht direkt, wenn ich was poste. Und das wäre natürlich mega, mega, wenn ihr das bringen würdet. Deshalb, Leute, gönnt auf Ehre ein Abo. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Checkt das Video auf jeden Fall ab. Bis zum Ende unbedingt, Leute. Ich wiederhole, von Anfang bis zum Ende schon. Es wird interessant, keine Sorge. Und viel Spaß. Let's go. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch eingeht's. Hä, seit wann habe ich einen Papagei? Und wo kommt der denn? Ist die gut? Okay, auf jeden Fall, Leute, wollte ich euch sagen, ich habe ein paar coole Sachen vor hier in dem Schloss. Und zwar will ich auf jeden Fall jetzt alles ausbessern. Ich will jetzt hier eine zweite Etage machen. Ich will das ganze Ding auf jeden Fall grün. Hä? Was ist das denn? Du wurdest auserwählt? Enttäusch mich nicht. Nur der, der klug ist, findet das, was gut ist. Am Ende wetten wir, das ist ein Prank von den Prank-Piraten. Buch und Feder. Ich bin gespannt. Ich sage Prank. Öffnen. Hier. Du wurdest auserwählt. Deine Zeit ist gekommen, der Stärkste auf der YouTuber-Insel zu werden. Ich vertraue dir dieses Item an, weil alle anderen damit falsch umgehen würden. Erzähle niemanden hiervon, sonst wirst du das Item verlieren. Was? Unsere Geschichte beginnt in deinem Schloss. Rätsel 1. Hä? Muss ich, ist das hier jetzt Dungeons and Dragons oder was? Hä? Muss ich jetzt Rätsel lösen? Was geht ab? Hä? Ich brauche einen Kaffee oder einen Tee? Ich hab Tee, warte. Ah, sauer. Okay. Was für ein Item und warum ich und wer? Wer macht? Prank-Pirat. Banks. Safe. Dort, wo die Temperatur steigt, befindet sich eine Truhe. Und diese steht bereit. Dort findest du den nächsten Weg und der Rest, der vor dir steht. Hä? Was ist das für ein Rätsel? Hä? Dort, wo die Temperatur steigt, befindet sich eine Truhe und diese steht bereit. Dort findest du den nächsten Weg und den Rest, der vor dir steht. Okay. Dort, wo die Temperatur steigt, in meinem Schloss. Was soll es heißen, wenn ich jetzt vielleicht hier oben so bin? Aber da, je höher man geht, desto kühler wird es eigentlich, sagt man, ne? Vielleicht hier tiefer, bestimmt irgendwo im Lager. Aber im Lager? Ich habe gerade hier alles abgecheckt. Da kann nichts sein. Oh, warte mal. Okay, nee, das ist ja auch mein Lager. Vielleicht hier irgendwas? Hier, okay, das ist Kerker. Aber Kerker würde ich jetzt nicht so zum Dings zählen. Dort, wo die Temperatur steigt, was ist da? Oh mein Gott, nein. Ich habe hier einen Raum, den habe ich noch nicht fertig gemacht. Da habe ich eine Lavaquelle. Nein. Nee, ist hier wohl nichts. Oh mein Gott, nein! Ey, es ist wirklich so! Ey, ich habe die Truhe nicht hingemacht. Oh mein Gott, das ist ein echter... Ey, Leute, was? Oh mein Gott, okay, das, ey, das ist geil gemacht. Ich feiere das, ich feiere das. Okay, warte, damit wir nicht durcheinander kommen. Schade, dass das nicht steht, wer das gemacht hat. Alter, das ist echt ein Rätsel, wie geil, Leute. Das ist doch crazy. Prima, du hast es geschafft. Ziemlich heiß hier drin. Was ist das überhaupt für ein Raum? Ja, ich wollte eigentlich hier ein Zimmer und so machen. Naja, egal. Das war noch einfach. Jetzt kommt das nächste Rätsel. Blätter um. Leute, wieso finde ich... Ich habe das Gefühl, ich bin in dem Film. Zweites Rätsel.
Dort, wo es grün ist, fühlt man sich wohl. Es riecht nach Natur, frischem Bambus und Gärten mit Kohl. Familie spielt hier eine große Rolle. Einen Bruder zu haben, ist das, was wir wollen. Also Retalk, ne? Keine Ahnung, wer sich sowas überlegt, aber das ist schon wirklich crazy. Dort, wo es grün ist, fühlt man sich wohl. Grün. Was ist grün? Wald? Es riecht nach naturfrischem Bambus und Gärten mit Kohl. Also Gärten mit Kohl müsste ein Dorf sein, ne? Also es müsste ein Dorf sein, so weit, Dorf, okay. Bambus? Bambus, Zuckerrohr, Bambus ist was anderes. Familie spielt die große Rolle, einen Bruder zu haben, ist das... Ich habe eine Vermutung. Bambus, Bruder, Sue. Oh mein Gott, Leute, es kann nur die Base der Dreizack-Brüder sein. Weil... Erster Punkt, Dreizack-Brüder. Zweiter Punkt, Familie. Mein Bruder ist da drinne. Dritter Punkt, grün. Es ist da grün, weil es im Dschungel ist. Es riecht nach Natur, frischem Bambus. Da ist doch Bambus. Leute, es kann nur da. Also, Reed, ey, wie geil ist dieses Rätsel? Hä? Wer, ey? Also, jetzt wirklich, wenn das wirklich mal Banks ist, Hut ab. Ich guck mir auf jeden Fall gleich mal seine Startseite an. Mal gucken, ob das von ihm ist. Finde ich mega. Wir gucken auf jeden Fall mal. Erstmal dahin. Also, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt auf den Weg machen zu den Dreizack-Brüdern. Nicht vorstellen, wo es sonst sein könnte, Chat. Ich sag euch, Real Talk, ich habe sonst gar keinen Plan. Aber ich muss echt sagen, das Video ist bis jetzt richtig spannend. An alle, die bis jetzt noch da sind, guckt auf jeden Fall bis zum Ende. Freunde, das ist mega. Das ist geisteskrank. So, Leute, und da sind wir wieder. Falls ihr euch fragt, warum ich so ein bisschen nasal klinge. Ja, Leute, ich bin echt ein bisschen krank, leider. Weiß nicht, war lange nicht mal krank, aber ich bin ein bisschen krank geworden. Ist hier irgendwas? Nee, das mit Prank Piraten. Guck mal, Leute, wegen Bambus. Ich glaube jetzt nicht, in den Häusern würde ich das nicht machen. Vielleicht hier irgendwo im Bambus eventuell. Vielleicht kann man ja... Keine Ahnung, vielleicht sieht man da ja irgendwie zwischen den ganzen Bambusstämmen irgendwie eine Truhe oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nichts. Wir gucken mal um diese Ecke. Nee, das sieht auch leer aus. Vielleicht hier am Wasser? Weil hier ist ja so ein Steg. Nee, hier auch nicht. Okay. Komisch, Leute. Also, auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wo das Ganze sich befindet. Ich sag mal später. Vielleicht hier unten eine Truhe? Nee, Mann, das gehört halt noch zur Farm. Diese Truhen alle noch... Oh mein Gott! Niemals! Ey, ich bin krass in Rätsel. Ich bin wirklich crazy in Rätsel. Leute, was sagt ihr bis jetzt zu dem Rätsel? Das ist doch heftig. Ballert dafür auf jeden Fall ein Like. Wow, du hast das Rätsel wieder gelöst. Genau deshalb habe ich dich auch auserwählt. Du passt einfach perfekt. Ja, dein nächster Auftrag ist romantisch. Blätter um. Einst verliebte sich ein Junge in eine Frau. Sie war wunderschön, er glaubte es kaum. Für sie würde er alles tun. Das sagte er ihr. Doch für die Clans wäre es Verrat. Doch sie einigten sich und liebten privat. Einst verliebte sich ein Junge in eine Frau. Sie war wunderschön, er glaubte es kaum. Für sie würde er alles tun, das sagte er ihr. Doch für die Clans wäre es Verrat. Doch sie einigten sich und liebten privat. Also es ist safe irgendwas mit Elina, 100%. Weil allein schon dieses Verliebten und junge Frau Minecraft-Stil so in diese ganze Sache, es kann nur Elina sein. Doch, es ist Elina. Es ist safe Elina. Wisst ihr warum? Für sie würde er alles tun, das sagte er ihr, doch für die Clans wäre es Verrat, doch sie einigten sich und liebten privat. Ich weiß noch an der Stelle, als Elina zu mir gesagt hat, Kian, wir können das nicht machen und so, weil unsere Clans werden das nicht zulassen. Und da habe ich gesagt, was ist, wenn wir uns privat treffen? Und da hat sie gesagt, ja, das können wir tun. Erinnert ihr euch noch? Das kam ja gestern. Deshalb, es kann nur Elina sein. Die Frage ist jetzt nur, eins verliebte sich ein Junge, sie war wunderschön, glaubte es. Es muss ihr Haus sein, aber auch das Haus... Wo ich ganz am Anfang war, also sprich nicht das Haus, also das Haus, wo ich reingegangen bin und ihr den Brief geschrieben habe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt sein könnte. Wenn es nicht da ist, dann müssen wir nochmal zu den... Alter, was hier passiert? So, Leute, wir sind angekommen.
Da ist Elinas Haus auf jeden Fall. Ich werde da jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Und let's go! Juhu! So, da sind wir angekommen. Sie hat die Laternen halt immer noch nicht weggebracht. Hier hat jemand auf jeden Fall einen brutalen Prank reingehauen. Die Frage ist jetzt einfach nur... Okay, hier war die Truhe. Daran erinnere ich mich noch. Die Frage ist einfach nur, wo ist jetzt hier... vielleicht hier hinter irgendwo? Hier ist nicht... Ey, wenn das... Ich finde das Rätsel wirklich crazy. Also wer auch immer das geschrieben hat... Krass. Oh mein Gott, es ist halt einfach wirklich das Rätsel. Okay. Nächstes Rätsel, let's go. Herzlichen Glückwunsch, Kian. Auch dieses Rätsel hast du bestanden. Nun kommen wir zu deiner letzten Aufgabe. Oh, shit. Zu meiner letzten Aufgabe. Bist du bereit? Wenn ja, blätter um. Also ich muss wirklich sagen, das ist bis jetzt mein Favorite Act auf der ganzen Minecraft-Insel nach dem Gespräch mit Elina. Das macht extrem Spaß gerade, weil das auch mal so ein bisschen was anderes ist. Ich dachte wirklich, ich werde geprankt. Bestimmt werde ich eh noch geprankt. Irgendwas wird passieren. Aber, also irgendwo ist hier ein Haken, zu 100%. So, dass man einfach jetzt hier auf Chillo irgend so ein krankes Item bekommt, dass ich so ein Item bekomme. Also, was? Elytra? Heißt das so, Elytras? Als ob ich Elytras kriege. Stellt euch vor, ich kriege Elytras. Das ist ja krank. Okay. Letztes Rätsel. Während alle schweigen, steht er auf und schaut nach vorn. Nur die echten Gegner spüren seinen Zorn. Egal wie viele Feinde er auch killt, am Ende landet er in Beverly Hills. Es sei Frieden, was er versprach. Oh, Seite 2 von 3, eine gibt's noch. Deshalb kämpft er und schläft auf dem Dach. Also Retalk, kein Plan. Nur die echten Gegner spüren seinen Zorn. Wem hatte ich als Gegner? Alphastein, aber er hat keine Festung. Ente? Vielleicht bei dem Golem? Egal wie viele Feinde er auch killt, am Ende landet er in Beverly Hills. Was mit Beverly Hills? Und das ist sogar falsch geschrieben. Schreibt mal Beverly Hills nicht mit 2 L? Oh mein Gott, Paulberger Hills. Beverly Hills. Paulberger Hills? Es sei Frieden, was er versprach. Egal wie viel. Deshalb kämpft er und schläft auf dem Dach. Paulberger Hills Dach? Gegner? Aber wo, ich habe Paulberger Hills habe ich nicht gefightet. Vielleicht ist das aber auch nur allgemeine Info. Aber das mit Paulberger Hills und Dach. Das heißt, shit. Okay. Komisch. Paulberger Hills. Paulberger Hills, Paulberger Hills. Okay, Leute. Paulberger Hills auf einem Dach. Also, was ich mir jetzt nur denken könnte... Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, das Einzige, was halt auch wirklich Sinn macht, ist, wenn wir zu den Paulberger Hills gehen, Leute, und das nächste Item einfach auf dem Dach ist. Wisst ihr, was ich meine? Also die nächste Truhe auf irgendeinem Dach. Das ist das, was ich mir vorstelle. Ich könnte mir vielleicht hier aber was wegen End. Oh mein Gott, da! Oh mein Gott, es ist halt echt hier. Aber warum dann Dach? Ey! Ich kann hier nicht rauf. Okay, let's go. Ach so, scheiße. Prank. Ich wurde geprankt. Ah, warte. Vielleicht hier. Das Entenhaus? Boah, voll schön. Einfach eine Ente. Einfach eine Gummiente. Voll süß. Okay, nee. Dann müssen wir doch zu Paulberger gehen. Die Frage ist aber nur, wo und wer und welches Dach. Es könnte halt auch da oben sein. Es könnte hier unten sein. Wir gucken einfach mal. Also erstmal gehen wir hier rein. So. Und dann gucken wir mal. War niemals in meinem Leben. Oh, das war das der Brief. Warte, lass das mal hier. Ist hier irgendwo ein. Nee, guck mal, Leute, auf den. Oh mein Gott. Was? Okay, was legen wir dafür weg? Ich brauche halt alles. Der Fisch, den brauchen wir nicht. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kian. Du hast es vollbracht. Nun sei dir gegönnt, die große Macht. Elytra, geh zum Steg, wo du die Liebe spürtest. Dort befindet sich eine Truhe unter deinen Füßen. Nimm dieses Buch mit, doch lese die Seite erst nach Öffnen der Truhe. Okay, das heißt, ich soll nicht weiterlesen. Oh, Seite 1 von 4. Tschüss.
Das heißt, jetzt geht's gleich richtig ab. Aber okay, wir machen das so, wie es da geschrieben ist. Geh zum Steg, wo du Liebe spürtest. Dort befindet sich eine Truhe unter deinen Füßen. Ja, ist doch wieder ein Rätsel. Hä, was für ein Steg? Ah, okay, ich hab gecheckt. Ich hab direkt gecheckt. Der Steg, wo ich Liebe spürte. Das heißt, gestern mit Elina auf dem Steg. Da, warte, doch. Warte, ich nehme das Buch mit. Das war da. Da. Das kann nur das sein. Also wirklich, es kann nur das sein. Wasser nehmen wir auch wieder mit. So. Oder Liebe spürt der Steg. Ja gut, es könnte auch wieder zu... Nein, das muss hier sein. Okay. So. Wo habe ich ihr das gesagt? Ich war hier. Ich erinnere mich. So. Okay. Ja, du hast es verbracht und seine gegönnte Größe macht. Geh zum Steg, wo du Liebe spürtest. Dort befindet sich ein Thron unter deinen Füßen. Im Wasser. Oh mein Gott, wie krass ist dieses Rätsel, Leute! What's going on? Spaß. Okay. Brot? Warum ist da Brot denn? Ist das die falsche Truhe? Hä? Ist da noch irgendwo was? Hä? Was für Brot? Was soll ich mit Brot, Bratan? Was für Brot? Warum Brot? Du fragst dich sicher, was meinte ich mit Macht? Was meinte ich mit dem wertvollsten Geschenk der Welt? Brot? Ey, es ist wirklich das. Brot? Es ist das Teilen. Das Teilen von Herzensgut, das Teilen von Freude und Trauer. Unsere Insel befindet sich in einem Krieg. Alle verspüren so viel Hass und Schmerz. Nur du bist es, der sie wieder zur Vernunft bringen kann. Schreibe einen Song über den Frieden auf der YouTuber-Insel und lade es morgen hoch. Tu es für deine Freunde auf der Insel und vor allem zeige den Menschen da draußen, dass egal wo man ist, ein Stück Brot jeden glücklich machen kann. Man muss es nur teilen. So wie Frieden, man muss es nur teilen. Anonym. Und dieser Anonym, Leute, heißt Janis. Denn es geht hier rum in diesem Video darüber, liebe Freunde, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo sehr, sehr viel Hass und Krieg herrscht, wo viele Menschen mit Neid arbeiten, wo viele Menschen einfach den anderen nichts gönnen, wo der Respekt verschwunden ist, wo jeder den anderen über sein Äußerliches oder seine Taten verurteilt. Man wird verurteilt, wenn man krank ist, man wird verurteilt, wenn man anders ausschaut. Es ist so schlimm geworden heutzutage und ich will euch mit diesem Song, den ich euch morgen präsentiere, einfach nur zeigen, dass jeder Mensch auf dieser Welt jeden respektieren und akzeptieren sollte, wie er ist. Denn wenn man das tun sollte, Freunde, dann würde es niemals solche Probleme geben, die es jetzt geben würde. Und damit will ich sagen, egal was für eine Religion man hat, egal wie man ausschaut, egal was man tut, was man macht, solange man selber keinen Nachteil daraus zieht, dann kann es einem egal sein. Seid kein Mensch, der über andere urteilt, nur weil er anders ist als ihr. Seid korrekt, seid respektvoll zueinander. Macht es nicht wie diese ganzen Idioten auf der Welt. Macht es nicht so wie die ganzen Länder, die gerade genau dieses Brot, was ich in Minecraft gerade gefunden habe, auch benötigen, Freunde. Was ich euch damit sagen möchte, teilt euer Glück, teilt euer Brot, teilt eure Liebe, teilt eure Hoffnung, teilt das, was Menschen glücklich und positiv macht. Und ich hoffe, dass ihr gecheckt habt, warum ich das Ganze heute gemacht habe. Dieses ganze Rätsel und diese ganze Story geht einfach nur darum, dass morgen ein Song rauskommt, Freunde, der uns wieder daran erinnern soll, wie schön eigentlich die Welt ist und dass man einfach nur teilen sollte. Freunde, ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Wenn ja, ballert jetzt ein Abo, aktiviert die Glocke, gönnt auf Ehre ein Like und dann würde ich sagen, morgen neuer Song. Wir hören uns, passt gut und ciao.